Naja, riecht ja ziemlich nach Gemeinschaft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Eine Glaubensgemeinschaft. All I'm saying is, it ain't worth it. It's gonna taste like sulfur all the same. Nuh-uh. Taro's got that sweet blood. So? You gotta boil it or you'll get sick. And then all that sweetness takes the air anyhow. Nah, don't boil it. We're gonna get sick all the same. Might as well enjoy it. Don't boil. Do you want the runs? Better than tasting sulfur and dirt every damn day. Okay. Revolutionär. Tolle Maske übrigens. Du bist direkt aus Half-Life Alyx hergekommen? Das ist eine Sauerei. Loklasten Aufrührer. Mit Zigarette in der Hand. How many good folk we gonna lose to our missions? That's just the way of it. We gotta earn our keep out here. I don't mean we ought to be following her into the jaws of a manticore. You'd rather sit on your thumbs and starve? No. All I'm saying is she gotta be more careful throwing away lives like that. Okay. Schon nicht mehr ganz so zufrieden. Wie kannst du so trinken? Also sehen kannst du mich wohl. Aber wie du so deinen Wodka runterkriegst. Naja, durch irgendein Röhrchen wahrscheinlich. Mr. Autsch. Manta Queen. Yeah, we felled it, mind. But we lost two runners and five gun hands. A total failure, then. So much for the ruins. And hell only knows where the Van Oys are. They never showed. I'm sure they're... Ah, let's talk later. It seems we have company. Nice day, huh? The Monarch, anyway. Nicht so gut drauf. A stranger comes to our home. If you're looking for a path to walk, you've found one. If you're looking for a teacher, I am one. Welcome to the Iconoclasts. Ich hatte mehr Altäre erwartet. Was lehrst du? The truth that I have come to learn and embrace since shedding the corporate yoke. Out here, we survive by the sheer strength of our spirit. We have no need for the endless rules and red tape of a corporate structure. We do seem to burn through endless ammunition and medical tape, though. Yes, well, such is life. Our descendants will enjoy safety and luxury, but our generation is the foundation on which that future is built. Now, why have you come? Erzähl mir mehr von den Ikonoklasten. The Iconoclasts are free folk. We live under our rules, motivated by our own beliefs, all petals on the same flower of enlightenment. Meanwhile, the board strangles the will of its workers. It is the penultimate exercise of a poisoned society where people are enslaved by a corporate ladder. We seek to replace their way of life with ours. Philosophism is the key to unlocking their shackles. Aber ungezügelte Anarchie wäre eine große Gefahr. This is not anarchy. Society requires structure, Captain. It is just that the board's structure is killing the colony. Ours will not. All right. Ich möchte mehr über deine Lehren wissen. Awakening is available to all whose minds are ready to accept it.
What would you like to know? Ja, immer wieder das Wort Ewige. Worum geht es dabei? Ah, the eternal. We are all part of the consciousness of the cosmos. Each of us plays a tiny role in the universe's continual journey toward understanding itself. You and I, and the rats and the mantis swarms, divinity is in us all, and the eternal is that divinity. Selbst OBD sind deren Mitglieder genauso göttlich? Everyone, regardless of ability to believe, is another facet of the universe contemplating its own existence. Was meinst du mit dem Erwachen? The point of no return. When your mind fully opens to the eternal truth, every philosophist experiences it along the path to enlightenment. For many, it is the first brush with the cold of death, when they realize that all of their lives have boiled down into the single truth of that moment. Mine was witnessing my friend and colleague transform into the very evil we sought to combat. Now he runs MSI, just like the overlords before him. Oh. Also, Sanjar hat dich verraten. Du hast dich der Religion zugewandt und jetzt stehen wir da. Oder nehme ich bin dem Tod schon begegnet, aber ich glaube nichts davon. Nehmen jetzt mal das Dritte. But then your will is stronger than most. Your moment is yet to come. How exciting! Machen? The point of no return. When your mind fully opens to the eternal truth, every philosophist experience, for many it is the first. Mine was with. Also hat Sanjar dich verraten und du hast dich der Religion zugewandt und jetzt stehen wir da. I suppose that's one way to look at it. Another is that misfortune often brings opportunity. I found my path through the tragedies of my past. Glaubst du an einen Schöpfer? Not in the sense of a single entity, fashioning the universe as a whittler fashions a flute. The universe came into being over time, organically, naturally, and without purpose. In that sense, I suppose you could say that, in the interest of finding its purpose, the universe itself created all living things. Schön, aber wie hat alles angefangen? Questions like these are distractions. It doesn't matter whether an entity sparked the universe or not. Only by pursuing the eternal truth will we find these and other answers. All right. So good. Why have you come? Ich suche nach Möglichkeiten, um den Leuten hier zu helfen. Muss irgendwas erledigt werden? A great many things, in fact. We could always use a hand rounding up supplies. Or, now here's an idea. There's an old printing press I've been trying to get up and running. Können Vorräte euch nicht mehr helfen? Yes. We will make do, as we always have. Spreading the word of our movement is of paramount importance. Will you aid us in our cause? Wonderful. Huh? I requisitioned replacement rollers for it some time ago. Huxley should have delivered them yesterday. Speaking of which, where is Huxley? You bought rollers? You haven't even cleared the wraps out yet. What are you doing wasting bits on? Forget it. Huxley's still recovering. She won't be up for a run for a while yet. It seems we're out a runner. If you intend to help our cause, I'll ask you to meet our MSI supplier in her stead. MSI versorgt euch? One of our sympathizers, a woman named Carlotta, periodically buys goods on our behalf from Stellar Bay's store. Stellar Bay has caught on, but they remain friendly, though the goods now come at a considerable markup.
Axley, die Läuferin aus den nördlichen Ruinen. Ich habe ihr da rausgeholfen. So you're her mysterious savior. She sings your praises. That girl and her songs, so eager to learn, so bright-eyed, so tone-deaf. Nimm den Kontakt. She meets us in the ruins of Bayside Terrace. From our compound, follow the road north. Okay, komm wieder. Wonderful. While you're at it, I wonder if Carlotta still has those high-capacity cartridges. Grab a few, will you? There should be some funds left over from the last shipment. We can use them to copy and modify radio serials. Yes, not just magazines, but their precious dramas. Unbelievable. I hope I don't have to tell you this, but if there is extra money, would you mind buying, I don't know, food and medicine? Grant, yep. If you need me, I'll be in triage. Ja, bislang mal nicht so suspicious. Zugriff auf Einträge über die Halcyon-Kolonie. Sanjar und der Verrat seiner Wahrheit. Ich erinnere mich oft an meinen alten Freund, der ebenfalls Konzerne demontieren wollte, genau wie ich. Als er dann die Führung des Konzerns übernahm, verabscheute ich ihn, nannte ihn Feigling und Verräter. Er wurde zu dem, was wir gehasst hatten. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vor nicht allzu langer Zeit konnte ich akzeptieren, dass sein Herz weniger offen war als meins. Ich kann nicht erwarten, dass sich alle der ewigen Wahrheit so öffnen wie ich. Manche können es einfach nicht. Und das ist eine Tragödie. Es ist tragisch, dass er schwächer ist, als ich hoffte. Dass er nicht für eine Sache kämpfen kann. Ich habe Mitgefühl mit dieser Tragik. Sollte der Tag kommen, an dem unsere Geister die Auseinandersetzung suchen, wird mein Gefühl mich vor Schuld abschirmen. Wie der Vorstand steht er uns nun im Wege mit verschränkten Armen und dickköpfig sich der ewigen Wahrheit verwehrend. Wie der Vorstand verbreitet er Nein. Wie der Vorstand verbreitet er Nein. Feiert er das Gift, das unsere Gesellschaft verkrüppelt. Wie der Vorstand wird seine Dickköpfigkeit ihn blind werden lassen gegenüber seinem Sturz. Tragisch. Zora. So sehr Zora auch den Ikonoklasten verpflichtet ist, ich fürchte, sie kommt vom rechten Pfad ab. Ich habe die Befürchtung, dass ihre Entscheidungen immer häufiger von Materialismus, unserem Unterdrücker, beeinflusst werden. Die Suche nach der errettenden Wahrheit vertreffen. Sie sagt, dass unsere Leute hungrig sind, und das stimmt. Unsere Leute hungern nach spiritueller Erfüllung. Ein viel stärkeres Verlangen als ein knurrender Magen. Von allen den Dingen, die Menschen motivieren, halte ich Freiheit für das Mächtigste. Viele erinnern sich noch an ihr Dasein als Sklaven der Konzernstrukturen. Diese schmerzlichen Erinnerungen wachzurufen, entfacht die Glut erneut. Ein Mann aus Fallbrook kam auf dem Weg nach Stellar Bay hier vorbei. Nachdem er unser Pamphlet durchgeblättert hatte, fragte er mich, wie wir ohne Geld überleben können. Ich habe ihm daraufhin die Metapher mit der Gasmaske präsentiert. Beim Ausräuchern eines Menti warmem Nest tragen wir Masken, um die giftigen Gase abzuwehren. Selbst nachdem das Nest fort ist, bleiben die Dämpfe für kurze Zeit bestehen und wir tragen die Masken, bis wir wissen, dass wir wieder gut atmen können. Und ebenso verhält es sich mit unserer Bindung an Bits. Sie werden bestehen bleiben, bis die letzten Überreste der giftigen Konzerngesellschaft getilgt sind. Sie zu verwenden ist zwar unbequem und engt den Geist ein, genau wie der unbequeme Sitz der Masken, die zudem die Sicht einschränken, doch wir müssen sie nutzen, bis wir sie endlich ablegen. Unsere Zahl wächst und so wenden sich auch mehr und mehr Zugehörige unserer Gemeinschaft an das geschriebene Wort meiner Pamphlete. Ich fertige sie gern an, aber ich muss eine effizientere Methode für Druck und Verteilung finden. Ich frage mich, ob die alte Druckerpresse noch einmal zum Leben erweckt werden könnte. Wäre das nicht etwas, erneut meine Arbeit als Redakteur aufzunehmen, nur dieses Mal als mein eigener Herr, ohne die Fesseln der Firmen und Stilvorschriften und Grammatikregeln? Niemand sagt mir, wo ich ein Komma setzen soll. Ich setze sie dorthin, wo sie laut ewiger Wahrheit hingehören. Also er ist sehr spirituell unterwegs und sie ist sehr realistisch. Und sieht, dass die Leute hier nichts zu fressen haben. Oh, ich bin unterwegs. So, Miss Blackwood geht hier auch raus. Vermutlich hier rein.
Komm, lass doch mal so mit deinen Herren hier reden. Sorry about earlier. Graham and I don't always see eye to eye. Besides, we just got our asses kicked in the ruins. Not a great time to yammer on about his printing press. Du leitest hier die Triage-Klinik? Yeah, name's Zora. I've been patching up the Iconoclast since day one. Whenever Graham's lack of foresight gets someone hurt, I get them back on their feet. If I can. Also bist du Fälscherin? I was a long time ago, over in Cascadia. Rizzo was trying to sweeten up animal parts, and often that meant a lab coat got bit. Now I'm whatever I need to be to keep these folks from bleeding out. Pressenteile statt Essen zu kaufen scheint schon verschwenderisch. Hey, you got some decency in you. Careful. That's rare around these parts, and folks are liable to try and take advantage of it. Was ist in den Ruinen passiert? A Manta Queen showed up out of nowhere, and I guess the gunfire attracted Raptodons. It was a damn bloodbath. Listen, unless this is urgent, I need to oversee the wounded. Brauchst du irgendwie Hilfe? You want to do us a favor or two? Go talk to Bronson. He's always looking to pass his work off on someone else. For now, I gotta get to the wounded. Welcome to Amber Heights. Dankeschön. Siehst so beschäftigt aus, irgendwie. Voller Rüstungsmontur, liegen sie da auf dem Bett, du. Boah, das Glas ist hier super animiert. Ja. Ezekiel. Mantiparasiten ausprobiert, Antibiotika wirkungslos. Alkoholvergiftung wirkungslos, Säuretropfen wirkungslos, aktueller Status nicht mehr bei uns. So. Ronnie, gebrochener Knöchel, links. Aktueller Status gerichtet, geschient in Erholung. Ivers, mehrere Schussverletzungen, Brustkorb, Arm, rechts, Bein, rechts. Aktueller Status, blutet nicht mehr, ein paar Kugeln sind aber noch drin, Erholung unwahrscheinlich. Nilsen, Säureverletzungen, Gesicht, Hand, links, Arm, links. Aktueller Status, Cremes, Mullbinden. Aha, das ist nicht langweilig. Tagebuch. So. Oh, trinken. Oh, ich verdurste. Nehmen wir erstmal einen kräftigen Schluck Apfelsaft und Wasser. Oh, das war wieder mal nix. Geht aber ganz schön lang. So. Tucker. Altes Haus. Vanidem. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Ich bin Captain Alianza. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Deswegen war Mutti auch so alt, weil der kleine Junge schließlich auch schon Ende 30 mit. Wovon befreien? Why, from the yoke of corporate tyranny.
It's what all us iconoclasts strive for, with Graham at the helm. We want unfettered freedom, not the lies that MSI tries to sell in Stellar Bay. True escape from all rules and constraints. You want to know more? Listen to Graham's broadcasts. He's been talking up a storm, working to elevate the minds of all the corporate drones in this colony, getting them to rise up. Was du beschreibst, nennt sich pure Anarchie. Menschen brauchen Regeln für ihre Koexistenz. See, that's what the corps want you to think. If you think rules are needed, they can force any and all they want down your throat, and you'll just swallow it. You need to talk to Graham. He'll help you find the truth amongst the lies that are living in your brain. Acker, du bist Agnes, kleiner Junge aus Stellar Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? I'd hope she'd accept my decision. Ihr hättest so aussehen lassen, als wärst du in Gefahr, hab mich gebeten, dich zu retten. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantasaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Kann ich verstehen. Was ist dagegen unternehmen? Sie wird weiterhin Leute ausschicken, um nach dir zu suchen. Was gibt's denn noch überzeugen? Oder die Nummer 1. Nur Feiglinge laufen davon. Du musst dir zeigen, dass du erwachsen geworden bist. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Du hast seit Wochen außerhalb von Stellar Bay überlebt. Zeig ihr, was du gelernt hast. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. Yep. No one can. Mach das. Will ich mal gucken, der läuft jetzt bestimmt zum Tor und verschwindet dann, oder? Das Fenster gekippt. Okay. Bin jetzt echt gespannt, ob der bis zum Tor läuft und dann ploppt. Weil normalerweise laufen die ja und dann verschwinden sie einfach aus dem Sichtfeld. Oder laufen an die nächste Wand und kommen dann nicht mehr weiter. Aber mein Gefühl sagt mir, dass der jetzt hier zum Tor läuft und dann nach Hause geht. Das ist ja mal wohl cool. So. Tagebuch.
immer mal das hier nochmal ab. Upp. Da komme ich aber so wahrscheinlich. Doch. Speichern. Ist ja schon, der Bub. Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound. Tell the Captain how grateful we are, Tuck Tuck. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Uh-uh. Dein Sohn ist erwachsen. Es ist Zeit, dass du ihn entsprechend behandelst. What a sour thing to say. My little boy will always need me. I'm his mama, you know. Mama. What I need is for you to listen to what I want for once. But that's between us. Now you promised the captain a reward, so settle up. Then you and me are gonna have a long talk. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuck Tuck home safe again. Viel Erfolg. Beim Gespräch. Sag mal, dass du ein bisschen älter bist. Diese Muttis. Was soll's geben, ja? Ja, ja. Sind 1000 Erfahrungspunkte. Okay. Kurz vorm neuen Level. Where are we headed today, Captain? The stars are the limit. Stars are the limit. The unreliable. Ja gut. Das heißt, hier wird gespeichert. Und hier geht's morgen weiter. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 12 Uhr und 25 ungefähr. Na, sagen wir mal so gegen 13 Uhr. Ja, so ungefähr gegen 13 Uhr geht's weiter mit Control. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist es ein Hammerspiel. Also im Sinne von so noch nie da gewesen. Ich bin gespannt und ich habe so das Gefühl, dass mein Death Counter glühen wird. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf dich. Schalt gerne nachher wieder mit ein. Ab 13 Uhr geht's weiter mit Control. Bis später und wir sehen uns. Ciao, ciao.